Hi Leute und willkommen zurück zu Space Engineers. So, ja, in der letzten Folge hat man natürlich hier die Produktionsanlage verlegt und zwar von der Plattform oben hier runter in den Keller. So, wir haben 8 Raffinerien gebaut und 3 Montageanlagen. Dies hat jetzt zur Folge, dass wir den Scheiß anschließen müssen. Das würde bedeuten, dass ich erst mal das Schiff hier wegbringen muss. So. Besten erst mal hier hin. Dann könnten wir von hier aus nämlich starten, als ich Rohstoffe holen will. So. Ja, das würde bedeuten, wir müssten hier irgendwo auf alle Fälle jetzt die Leitung weiterlegen. Dazu möchte ich erstmal gucken. Ja, mit 50 Steuerplatten komme ich natürlich nicht weit. So, dann nehmen wir gleich mal ein paar mehr Steuerplatten mit. Ja, voll. Und natürlich gleich erstmal die Flaschen auffüllen. Mal wieder. So, wo habe ich denn jetzt meinen Sauerstoffgenerator? Hier ist zum Beispiel auch einer. Da kann man es auch reintun. Egal, in welchen wir das auffüllen. Unten, wie gesagt, müsste ich dann auch noch Sauerstoffgeneratoren hinbauen. Okay. Gut. Müssen wir dann mal sehen, wie wir die am besten legen, so dass wir halbwegs vernünftig hinkommen. So. So dass ich halbwegs vernünftig hinkomme. Problem ist, ich müsste dann wahrscheinlich irgendwo durch, wo ich nicht durch will, glaube ich. Glaube ich fast. Ich jetzt natürlich noch immer überlegen. Da bin ich jetzt noch beim Überlegen. Wartet mal, ich habe gerade die Orientierung verloren. Hier muss ich genau. Moment mal. Ja, er stand mal wieder auf dem Kopf. So ist richtig. Ja, das ist immer etwas schwieriger hier drinne. Hey, was sind das hier für Blöcke? Was passiert, wenn ich die wegmache? Okay, die haben nicht wirklich eine Bedeutung. Ja, ich hatte halt in der Anfangsphase viel gebaut, wo ich nicht mehr wirklich weiß, was ist.
So. Sehr gut. Gut, müssen wir dann mal schauen. Also das wird irgendwie eine riesig verzwickte Leitung. Immer kurz hier hinein. Hier bin ich im Treppenhaus. Okay, das passt ja. Passt ja, da komme ich ja hier drumherum. Und dann vom Treppenhaus aus. Haus aus. Ja, geht's ja dann direkt. Halt so rum. Geht's ja dann direkt ins Dings. In. Also dahinter zumindest direkt in den Keller sozusagen. Freut mich schon mal, das ist schon mal einmal ein Tutti. Oh, das war natürlich extrem weit. Jetzt müssen wir hier oben noch die Blöcke schnell langlegen und dann können wir hier auch schon die Decke einsetzen. Oh, so und so. Okay. Okay, Stahlplatten holen. Also müsste mein Plan ja eigentlich aufgehen. Hoffe ich mal, dass ich das da hinten lang verlege. So, jetzt müsste ich hier noch einen Block einsetzen. Oben noch einen dran, da noch einen hin, gell? So, jetzt müssen wir erstmal weiter bohren hier. So, und hier kommen wir dann wahrscheinlich dran vorbei. Vermute ich jetzt einfach mal. So, dü-dü-dü-dü-dü. Ja, das sieht doch schon perfekt aus. Das sieht ja schon fast aus, als ob das ein Profi gemacht hätte. So ein richtiges Lüftungssystem, ne? Nur, dass halt hier Förderbänder drinnen langlaufen. Unsere ganzen Rohstoffe hier drin in der ganzen Base verteilen. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Das ist noch nicht so da, wo es hin soll, sondern hier. Na, der richtige Block muss es schon sein. Okay. Oh. Das hier und den hier, gell? Hier gleich noch ein. Natürlich hier oben noch ein drauf. Mal unbedingt hier mal normal laufen.
Jetzt bin ich natürlich, glaube ich, auf ein Hindernis gestoßen. Fällt mir, glaube ich, schon mal nicht. Ach, glaube ich. War noch nicht ganz sicher. Obwohl, nee, das sieht eigentlich gut aus. Nee, das sieht gut aus. Wir gehen mal drunter durch. Wir gehen mal drunter durch. So, natürlich erstmal hier ein paar Blöcke hinsetzen. So. Erstmal sehen, weitergeht hier. Und dass das Ding nicht so richtig schweißt, das geht mir immer noch auf den Schwimmer, gell? Zwei, drei. Ah, Stahlplatten schon wieder alle, okay. Ich habe nicht mehr annähernd das gebaut, was ich bis jetzt brauche, um darunter zu kommen, gell? Und gehe jetzt schon zum zweiten Mal Stahlplatten holen, gell? Das ist also Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn, was das für Rohstoffe kostet. Wir haben noch 30.000, ja. Wenn dann endlich mal das Gitter fertig ist, könnten ja dann die anderen das andere produziert werden. Problem ist halt eben, ich habe nur eine Montageanlage, glaube ich, da oben, ja. Und deswegen dauert das alles so lange. Deswegen muss ja hier unbedingt die Verbindung hier fertig werden. Dass ich hier. Dass ich hier endlich die Produktionsanlage in vollem Umfang nutzen kann. Und dazu kommt halt eben auch noch unser schönes Schweißgerät hier, was mal schweißt und mal nicht. Okay, um die Decke brauchen wir uns jetzt hier gar nicht weiter zu kümmern. Erstmal soweit fertig. Muss dann nur sehen. Okay, hier sind wir schon auf einer Wand. Okay, also wir müssen auf alle Fälle tiefer. Also wir sind hier schon mal richtig. Aber ich muss noch eine Etage tiefer. So, das würde bedeuten, also hier bin ich schon mal richtig. Es ist hier, wo der Fahrstuhl sitzt, gell? Das heißt, ich muss jetzt hier eine Etage tiefer. Wo der Fahrstuhl sitzt, das ist hier. Musst du mal ein Loch in die Wand machen. So. Und dann würde ich aber gerne hier irgendwie rauskommen. Besten wäre natürlich hier oben. Ja, hier. So, das heißt, ich müsste jetzt mich erstmal hier nach oben buddeln. Dürfte nicht allzu weit sein. Sag ich doch. So. Hier, genau, hier sind wir richtig. So, das heißt. Dass ich hier jetzt nach unten gehen muss. Sehr gut.
Okay, gut. Ich mache erstmal hier einen Block wieder rein. Okay. So. Um ungefähr aus dem mal das Maß haben, wo ich eigentlich hin muss. Also, dass ich dann hier rum muss. Ja. Das aus Schweißen hier. Ja, so. Okay. Haben wir ja schon so gut wie es geht hier. So ein Ding ist fast fertig, ja? Oh. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell vorankomme. Okay, schauen wir da keine Stahlplatten mehr. So, ich muss dann natürlich die ganzen Öffnungen hier wieder zumachen. Okay, was ist denn das hier? Was ist denn? Was? Ich habe doch hier gar nichts gemacht. Ballplatte, okay, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ach halt. Ist denn hier immer so viel kaputt? Sehe ich nicht. Nehmen von was? Soll das hier von meinem Dings gewesen sein? Von meinem Bohrhammer? Das kann nicht sein, dass das solche Löcher reinfrisst. Ja, das ganze, den ganzen Kanal hat hier zerstört. Jo, ist mir bewusst. So, jetzt erstmal hier den Schrott einsammeln. Das wird nämlich wieder ein neues Metall. Okay, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig, aber okay. Müssen wir wieder zubauen. Hier noch was beschädigt? Ja. Base. Das sind Sachen, die ich immer nicht verstehe. Hier ist nichts passiert und trotzdem ist hier Sachen kaputt, gell? Das ist, verstehe ich nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir die Frage beantworten, wieso, weshalb, warum. Hier können wir übrigens auch wieder reinmachen. Hier auch? Seht ihr das? Ich hab doch hier gar nichts gemacht. Wieso ist denn das hier kaputt? Schließt sich mir irgendwie nicht, warum das hier kaputt geht. Verformt sich da hier irgendwas oder was ist da? Ich weiß nicht. So.
Kurios, kurios. Sehe ich momentan nicht. Ist ein bisschen zu hoch im Moment. So, na, komm hoch. Ja. So, das haben wir. Dann können wir ja hier eigentlich schon wieder Blöcke reinsetzen. Und jetzt geht es ja hier unten weiter dann. Das müssten wir hier. So, hier, hier, okay. So, hier. Und hier. Gut, dann können wir ja gleich die Decke hier reinschweißen. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die zwei Blöcke. Dann haben wir den Schacht fertig. Sehr gut. Würde bedeuten, ich müsste mir jetzt für die Teile hier die Rohstoffe mitnehmen. Das heißt interne Panzerung. Auch interne Panzerung, Herstellung, Stahlrohr und Motor. Okay, das heißt, ich kann das mal raus tun. Das wird jetzt automatisch genommen. So, nehmen wir alles. Motor mache ich mal 200. Davon mache ich mal 200. Interne Panzerung 71. Dann machen wir noch mal 70 oder 71, sage ich mal, weg davon. Jetzt brauche ich noch Stahlrohr klein. Haben wir hier. Okay. Okay, gut. Heißt, ich kann jetzt hier das Rohr hier wegflexen. Ja, ist natürlich klar. Ja, das war natürlich vollkommen klar, dass das jetzt passiert. So, dann nehmen wir das mal raus. So, und jetzt muss ich hier nämlich so einen Würfel reinbauen. Reicht es nicht, weil wir keine interne Panzerung mehr haben. So, das heißt, ich könnte jetzt hier weiter mit den Förderbändern machen, gell? So. Kommt hier eine Ecke hin. Muss aber in meine Richtung. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen zeitaufwendig. Jetzt muss man nämlich jedes Rohr einzeln schweißen. So. Okay. Kommen wir hier durch? Ja, kommen wir. Herstellungskomponenten haben gefehlt, gell? Ja, Herstellungskomponenten. Herstellungskomponenten machen mal 400 rein. Und hier nehmen wir nochmal 50 raus. Und machen dafür nochmal Stahlrohr klein. Stahlrohr klein rein, gell? Die sind nämlich auch schon wieder fast alle.
So, mal gucken, dass wir wenigstens dann bis hierher kommen. Da müssen wir dann nur sehen, dass wir den Block auch wieder reinsetzen hier. Den darf ich nicht vergessen. So, wo sind wir jetzt gewesen hier? Hier waren wir, gell? Ja. Habe ich da drin? 400 Stück. Ach, alles klar. Hatte ich nicht hier irgendwo eine Krankenstation auch hingebaut? Ich hatte doch hier irgendwo eine Krankenstation mit reingebaut schon, oder? Hatte ich die noch nicht drin? Ich glaube, dann wird es langsam mal Zeit, dass ich eine Krankenstation hier noch rein verfrachte. Ja, die Sonne. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen hier in Space Engineers, ja, seitdem wir da unten den Bunker bauen. Übrigens auch keinen Sauerstoff mehr gehabt. Hätte nicht mehr viel gefehlt. So. Ein bisschen langsam machen, nicht hier so hektisch. Nicht, dass ich wieder drauf gehe bei. So. Genau. Okay, also ist das könnte jetzt noch mal ein bisschen dauern. Oh. Aber wenn wir dann fertig sind, haben wir hier ein gut funktionierendes System. Gut, hier baue ich jetzt aber den Block, ne, den Block baue ich wieder rein. Ich komme hier jetzt zwar eh nicht mehr durch, aber ich habe jetzt keinen Bock, nochmal hier rauszugehen. Ich will jetzt erstmal hier fertig bauen, soweit wie ich noch kann. Boah. Um die nächste Ecke. Okay, jetzt fehlt die interne Panzerung wieder. Wenn hier nicht welche im Dings drin, hier im Schiff habe ich da auch noch was drin. Eine Computer habe ich nicht gebraucht. Natürlich eng. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Zeug, was wir jetzt hier unten drin noch haben, reichen. So. So. Okay, jetzt sind wir schon hier. Das ist perfekt. Da braucht man nicht mehr viel. Dann sind wir da, hoffe ich. Herstellungskomponenten. Okay, gut. Jetzt müssen wir doch. Obwohl, Herstellungskomponenten habe ich doch noch hier. Ja. Aber ich glaube, mit dem kleinen Rohr reicht man nicht so weit. Obwohl ich dachte, ne, 12 Stück brauchen wir. Ne, das schaffen wir nicht.
Ja, obwohl. Nee, hier reicht's nicht mehr. Hier reicht's nicht mehr. So. Gut. Dann hole ich jetzt noch das schnell und also Stahlrohr klein war das, gell? Ja, aber jede Menge davon. Ah, Motoren sind auch fast alle, gell? Ah, und die Herstellungskomponenten sind auch schon. Ah. Ja gut, gucken wir mal, wie weit wir jetzt noch kommen. Also ich würde es wenigstens noch angeschlossen kriegen wollen. So. Eins, zwei. Drei, vier. Und das. Herstellungskomponenten war klar. Mal hier noch ein paar. So, gucken. Mal gucken. Ja, fertig. Wir haben hier unten alles angeschlossen. So, wir haben hier unten alles angeschlossen. Jetzt gehe ich noch hoch, mache den einen Block. Alles seine Richtigkeit hat. Die Platten nehme ich aber von oben. Sogar zwei Blöcke. So, sogar zwei Blöcke. Und dann sind wir nämlich auch schon wieder am Ende angekommen. Fast. Noch nicht ganz, also noch nicht wegschalten. So. Ach so, ja klar, das geht ja nicht, weil das ist ja die Schräge vom Treppenhaus. Ja, ist klar. So, wie sieht es denn hier in der Kommandozentrale eigentlich aus? Alles gut aus, gell? So, hier auch. Ja, dann haben wir das hier soweit. Haben wir das soweit? Das heißt, wir können in der nächsten Folge wieder Rohstoffe farmen gehen ohne Ende. Und natürlich können wir hier unten mal die Wände alle fertig bauen. So. Alles klar. Gut, Leute, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, denkt dran, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ja, ansonsten, wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ja, schönen Tag noch. Macht gut. Tschüss.